Auf rund 90 Seiten analysiert Karl-Heinz Roth in Griechenland was tun die Auswirkungen der Euro-Krise. Hierbei fasst er zunächst die Anfänge der Krise und die zahlreichen Spar- und Anpassungsprogramme zusammen. Deutlich wird hierbei noch einmal, wie massiv von Seiten des Internationalen Währungsfonds und der EU Druck auf Griechenland ausgeübt wird und wurde und Griechenland als Folge der Krise faktisch seine Souveränität eingebüßt hat. Roth attestiert den Verantwortlichen hierbei eine instrumentelle Vernunft, die sie scheinbar blind für die verheerenden Folgen ihrer Austeritätsprogramme macht. Ganz offensichtlich haben wir es mit einer Gemengelage zu tun, bei der sich die Tunnelblicke der geld- und fiskalpolitisch versierten Fachleute mit der ideologischen Engstirnigkeit der multilateralen Entscheidungsträger und einer ins Grenzenlose gesteigerten Bereicherungssucht der Kapitalvermögenbesitzer bündeln. Wobei die Folgen eben dieser Art von Politik bisher verheerend waren. Im Gefolge der Austeritätsprogramme verschlechterte sich die Wettbewerbsfähigkeit der griechischen Nationalökonomie trotz der Lohnsenkungen und Massenentlassungen derart dramatisch, dass sie innerhalb kürzester Frist in den Status eines Entwicklungslands zurückzufallen droht. Besonders lesenswert macht dieses Büchlein vor allem Roths Ausführungen dazu, warum die deutsche Politik, Wirtschaft, aber auch Öffentlichkeit, die immer härtere Einsparungen von Griechenland fordert, eigentlich viele Gründe zur Zurückhaltung hätte. Zum einen sind da die in der BRD deutlich gesunkenen Lohnstückkosten als Folge von Produktivitätszuwächsen und ausbleibenden Lohnsteigerungen. Diese haben zur Folge, dass die deutsche Wirtschaft im Vergleich zu vielen anderen europäischen Staaten immer wettbewerbsfähiger wird. Da die Mitglieder innerhalb der Währungsunion jedoch gegen diese Asymmetrien nicht mit einer Abwertung ihrer Währung vorgehen können, gerät ihre Wirtschaft unter enormen Druck. Zum anderen betont Roth historische Hypotheken. Vertraglich festgelegte Reparationszahlungen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sind zu größten Teilen nie beglichen worden, was Deutschland zur historisch größten Schuldnerin Europas mache. Besonders bitter, während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg wurde Griechenland systematisch ausgeraubt. Die bis heute nicht gezahlten, vertraglich jedoch festgelegten Reparationszahlungen allein an Griechenland belaufen sich nach Roths Berechnungen auf mindestens 79 Milliarden Euro. Am Ende der Flugschrift diskutiert Roth noch knapp einige Alternativen zur aktuellen Politik, wobei er eine weit um sich greifende Paralyse des kritischen Denkens beklagt, die auch große Teile der linken Öffentlichkeit betreffe. Während systemimmanent eine Zahlungsverweigerung Griechenlands gleich zu Beginn der Krise sinnvoll gewesen wäre, so hofft Roth doch auf Alternativen von unten, die eben auch kein Zurück zu den korrupten politischen und ökonomischen Eliten im eigenen Land bedeuten kann. Eine glaubwürdige und erfolgsversprechende Perspektive von unten sollte transnational, anti-etatistisch und basisdemokratisch orientiert sein. Denkbar sei eine solche Bewegung jedoch überhaupt nur im Zusammenspiel mit Massenbewegungen auch in anderen Regionen. Und eben dort, und dazu zählen zunächst einmal die weiteren Mitgliedstaaten der EU, sei es höchste Zeit, sich intensiver mit der Krise in Griechenland zu beschäftigen. Denn was sich dort abspielt, sollte keineswegs isoliert betrachtet werden. Am Beispiel einer vergleichsweise kleinen Nationalökonomie wird zurzeit getestet, inwieweit die subalternen Klassen, und möglichst nur sie, zur Tilgung der in die Staatshaushalte verschobenen Krisenkosten herangezogen werden können. Dabei nehmen die Akteure der Troika nicht nur eine Massenverarmung, sondern den Zusammenbruch einer ganzen Gesellschaft in Kauf. Wenn dieses Experiment glücken sollte, dann werden wir weltweit mit einer neuen Stufe der Ausbeutung konfrontiert sein. Doch anstelle einer echten Bewegung von unten scheint in Griechenland aktuell auch eine offen faschistische Variante des Kapitalismus nicht mehr ausgeschlossen. Dieser neue Aspekt der Krise wird von Roth noch nicht thematisiert. Wohl auch, da das Buch vor den erschreckenden Wahlgewinnen der Goldenen Morgenröte im Sommer 2012 und den sich häufenden Berichten über die Zusammenarbeit von Polizei und Faschisten erschienen ist. Zu kurz kommt bei der Besprechung Griechenlands als Laboratorium für besonders drastische Krisenpolitik auch, dass ähnlich verheerende Sparprogramme auch in früheren Finanz- und Schuldenkrisenstaaten aufgezwungen worden sind. Zahlreiche eindrückliche Beispiele werden etwa in dem Buch Schockdoktrin von Naomi Klein erörtert. Doch das macht den Umgang mit Griechenland natürlich keineswegs besser. Dass trotz zahlreicher Erfahrungswerte hier erneut rücksichtslos die Kosten einer Krise auf die subalternen Klassen abgewälzt werden und die EU stillschweigend hierfür eine humanitäre Katastrophe und das Erstarken von Faschisten akzeptiert, bleibt skandalös. Auch diese neueren Entwicklungen verdeutlichen eindrücklich, wie dringend eine glaubhafte Opposition gegen die vermeintlich alternativlosen Rezepte der Troika und der griechischen Regierung ist.
Karl-Heinz Roth hat mit seiner Flugschrift hierzu einen wichtigen Aufruf verfasst, der neben einem guten Überblick zur Krise und einem Aufzeigen der deutschen Hybris eben auch die deutliche Mahnung zum Handeln beinhaltet. Denn anstatt sich mit Schaudern von Griechenland abzuwenden, bedarf es Solidarität und die Erkenntnis, dass was heute in Griechenland mit Gewalt durchgesetzt wird, schon morgen andernorts ebenfalls alternativlos sein kann.